Live-Radio. Top-Thema, der Podcast. Was bedeutet dieses Insolvenzverfahren jetzt für die Kunden? Also grundsätzlich sind einmal die Gutscheine und Anzahlungen eingefroren und es kommt darauf an, wie das Geschäft weiterläuft. Das liegt jetzt direkt beim Masseverwalter, die Entscheidung, ob beispielsweise die Verträge erfüllt werden. Das bedeutet, ich bekomme die Ware, muss auch alles bezahlen. Oder aber im schlimmsten Fall, die Anzahlung und die Gutscheine fallen in die Masse. Das heißt, da gibt es dann auch keinen prozentuellen Anteil im schlimmsten Fall, sondern da wäre die Anzahlung von zum Beispiel 3.000 Euro dann zu 100% weg. Im Masseverfahren kommt die Entscheidung, wie hoch diese Konkursquote ist. Und das bedeutet dann, dass 10%, 15% oder 20% von dieser Anzahlung zurückbezahlt werden. In welcher Höhe sich das bewegen wird, kann derzeit keiner sagen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der jetzt gerade eine neue Küche bei Kicker oder Liner bestellt hat, kann ziemlich Schwierigkeiten kriegen, die überhaupt nur zu bekommen. Das ist richtig. Wir haben sehr viele Anfragen dazu, dass Leute Anzahlungen geleistet haben, oft im fünfstelligen Bereich. Und da ist es völlig offen, ob das noch alles gut geht oder ob dann die Anzahlung in die Masse hineinfällt. Sie haben die Gutscheine zwar eh schon angesprochen, aber wie schaut es bei Gutscheinen aus? Bei Gutscheinen ist es genau dasselbe. Grundsätzlich dürfen die jetzt nicht mehr angenommen werden von der Firma Kickerliner und muss dann im Masseverfahren geklärt werden, wie es mit diesen weitergeht. Was ist generell Kunden aktuell bei einem Kauf bei Kickerliner zu raten? Also generell keine Anzahlungen leisten. Schauen, wenn ich dort was kaufe, dass das Produkt sofort ausgefolgt wird. Und eines ist klar, ich muss auch daran denken, dass eventuell Gewährleistungsansprüche durch eine Insolvenz, wenn alles zugesperrt wird, weg sind. Live-Radio. Top-Thema, der Podcast.